Ich mache mal eine Runde. Und zwar bin ich hier im sogenannten Krankenstall. Keiner zu Hause. Gut, dann gehe ich mal auf die Weide. Ich zeige euch mal den Weg, den die Rinder auf die Weide nehmen. Das ist die erste Weide. Auch niemand da. Dann gehe ich jetzt mal geradeaus auf die zweite Weide. So, der zweite Übergang. Da sind sie alle. Hoffentlich ist Tilda heute gut gestimmt. Geht schon in Deckung. Tilda mit Karlsson. Und da liegt Samuel. Ja, Tilda und Karlsson. Bleib schön da, Tilda. Kommen zur Stallsaison auch in die große Herde. Die haben hier eigentlich gar nichts verloren, denn die sind ja jung und gesund. Wir haben das bis jetzt noch nicht gemacht, weil Tilda ja sehr angriffslustig ist. Und das für uns in der großen Herde ja problematisch ist. Und hier ist ja auch genügend Platz. Ja. Und ich setze mich mal zu Samuel. Jetzt kommt Karlsson. Ja, Samuel hatte ja vor 3 Jahren einen Nasentumor, der operativ entfernt wurde. Und leider wächst der Tumor wieder und der Tierarzt war auch hier. Das Problem ist jetzt, dass der Tumor nicht nach außen wächst, sondern im Knochen sitzt und da können wir operativ nichts machen. Ja, er hat zeitweise auch Atembeschwerden. Was wir noch mal machen können, ist mit einer Sonde genau schauen, wo der sitzt. Wenn der Knochen beteiligt ist, dann wird es sehr schwierig. Wollen wir mal schauen. Jetzt geht es ihm ganz gut. Im Sommer war es ja für ihn sehr nervig, weil eben auch die Fliegen auf der Nase saßen. Er juckt sich ja auch oft. Ja, aber jetzt geht's ihm ganz gut und wir gucken mal. Hallo Karlsson. So, dann gehe ich mal. Ich habe aber Augen im Arsch, Tilda. Ja, manchmal ist sie ganz gelassen und ignoriert uns, aber manchmal ist sie auch auf Krawall. Jetzt kommt Karlsson hinterher. So, jetzt bin ich bei Marieke. Marieke hatte ja bei Ankunft im letzten Winter eine Beckenfraktur. Sie hat dann 3 Monate auf wenig Platz im Stall leben müssen.
das ist gut verwachsen. Jetzt kommt Karlsson hinter mir. Alles gut. Ja, sie läuft wieder super. Der Tierarzt war ganz begeistert, dass das Becken doch wieder gut zusammengewachsen ist. Ja, Marieke kümmert sich viel um Karlsson. Ich gehe mal, nicht, dass der mich von hinten stupst. Karlsson, kommst du mit, Karlsson? Wir gehen weiter. Und hier Maret. Kannst liegen bleiben. Ich komme nicht so dicht dran. Alles gut. Maret ist ja unsere älteste Kuhdame. Sie wird im nächsten Monat 24 Jahre alt. Maret, ich habe keine Äpfel. Die bringe ich nachher. Maret Einhorn. Ja. Und hier, ich mache mal eben aus und dann wieder an. Und hier, das ist Isolde. Isolde ist ja auf Hofbutenland geboren. Oh, jetzt muss ich rückwärts gehen. Oh. Sie ist 18 Jahre alt. Und Isoldchen kriegt jeden Tag von mir Äpfel. Aber ich habe sie vergessen, Isolde. Ich muss nachher noch mal wiederkommen. Isoldchen mit den Puschelohren. Ich komme nachher noch mal. Und hier ganz am Ende Magda. Magda ist auch auf Hofbutenland geboren. Ist 18,5 Jahre alt. Ja, Magda und Isolde haben seit einigen Jahren Arthrose in den Beinen. Man sieht das auch hinten bei Magda, wie eng die Hinterbeine aneinander stehen. Aber sie schaffen noch ihre Wege, können gut aufstehen. Magda ist sehr, sehr scheu. Ich habe Magda auch noch nie angefasst. Sie mag das gar nicht und sie würde auch nie einen Apfel oder Brötchen nehmen. Und deshalb halten wir immer ein bisschen Distanz und Abstand. Ich gehe mal wieder, Magda, ne? Und natürlich Lisbeth. Lisbeth hat chronische Klauenprobleme. Und wir müssen alle 4 bis 6 Wochen die Klauen bearbeiten und die korrigieren. Oh, Lisbeth. Ja, und hier unsere Strohlieferung. Für dieses Jahr ein ganzer Hänger und da hinten, das ist schon vor einigen Tagen gekommen, Strohmehlsäcke zum Einstreuen, das ist so, was wir für den halben Winter brauchen. Ja, und Jan ladet jetzt ab.